Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar nennt sich Cities Skylines 2. Ja, das Spiel ist die Tage jetzt erschienen und ich würde sagen, wir fahren nicht lang, wir gucken rein. Den ersten Teil, den habe ich persönlich ehrlich gesagt nie gespielt. Bis jetzt nur aus irgendwelchen Videos das Ganze, ja, sehen, aber ich sage so, ein paar grundlegende Dinge kenne ich zumindest schon mal. Also ich hoffe mal, ich bin am Ende nicht ganz ohne Enttäuschung. So, also, ich brauche auf jeden Fall was Thema Europäisches. Das, also, ich komme ja auch aus dem Norden. Also wäre die Tempere eigentlich eine schöne Karte bestimmt. Ja gut, bei minus 13 bis 24 Grad. Ja, okay, kann man zumindest im Hinterkopf halten. Seeland? Naja, eigentlich jetzt nicht so meins. Ah, okay, hier sind die nach Region genau sortiert. Ist gut zu wissen. Jetzt die Frage. Was nehmen wir eigentlich am besten? Hier ist eine schöne kleine Insel im Bergdorf. Plus Delta hätte hier eine schöne Inselkomposition. Ah, das ist mir ehrlich gesagt zu viel Wasser. Gucken wir mal hier, das ist glaube ich alles nordafrikanisch nur noch. Zwillingsberge. Nee, ich würde sagen, wir nehmen Tampere. Natürliche Ressourcen, 20,9 Quadratkilometer Getreide, ja und so weiter und so fort. Das wird schon irgendwie. Das sollten wir irgendwie hinkriegen. So, Stadtname. Das ist natürlich Deutzersheim. Das Thema ist natürlich europäisch. Linksverkehr bitte nicht. Gerne mit Naturkatastrophen. Das ist jetzt nicht. Unbegrenztes Vermögen bitte auch nicht. Tutorials beginnen. Deaktivieren. Also, wenn... Ich sag mal so, wenn du blind reingehst, das ist für den Zuschauer immer das Lustigste. Wenn man selber dann da... Oder wenn der Zuschauer da steht... Und denkt, du musst da drücken, du musst das drücken. Nein, das gehört so und so. Das ist meistens immer das Lustigste. Es hat was zwischen Unterhaltung und Verzweiflung. Aber ich bin mir sicher, das wird definitiv bestimmt noch ein großes Projekt in unserem kleinen Deutzersheim. Oder vielleicht großen. Keine Ahnung. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Zuerst muss er natürlich alles geladen haben. Aber... Das soll schon werden. So. Witterung und Verkehr. Danke. Die Information hätte ich lesen wollen, aber ich glaube irgendwas von wegen Unfall. So, erstmal Pause. Erstmal die Karte begutachten. Erstmal gucken, wo sind wir hier überhaupt? Also, wir sind hier unten auf so einer Art Halbinsel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Musik ein bisschen laut ist. Ja gut, ich mache mal erstmal das halber Lautstärke und dann kann man noch mal weiter sehen. Also, ach, den Namen kannst du doch nicht mehr ändern, wie geil. Das finde ich gut. Also, wie gesagt, wir sind hier gefühlt auf einer Halbinsel oder sagen, ja gut, Halbinsel nicht wirklich, aber auf so einem kleiner Verengung. Mal eben kurz gucken, was hier überhaupt abgeht. Also hier sind ein paar Autobahnen, das ist schon mal gut zu wissen. Jede Menge Wasser. So, da müssen wir mal eben kurz ein paar Dinge planen. Gucken wir mal nach. Also hier sind Grundwasservorkommen. So habe ich schon mal mitbekommen. Wasserverschmutzung, Lärm, Luftverschmutzung. Von wo weht der Wind? Kommt aus Südwesten. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wenn wir Industrie machen, dann sollten wir die Industrie am besten irgendwo hier oben hinsetzen. Gut, passt auch mit der Autobahn, glaube ich, hier auch ganz gut. Also Industrie irgendwo hier auf dem Nordteil, Wohnviertel irgendwo hier Richtung Süden raus. Das ist schon mal gut zu wissen. So weit bin ich auch schon mal gekommen, irgendwann mal. Straßen. Was haben wir zur Auswahl? Also, wir haben eine zweispurige Straße. An sich reicht das auch. Zweispurige Einbahnstraße, einspurige Einbahnstraße,
Also hier haben wir schon mal ein paar Auswahlmöglichkeiten. So, mittlere Straßen, die brauchen wir eigentlich ja noch nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. So, dann würde ich die normale zweispurige erstmal nehmen. Wobei, nehmen wir. Dann setzen wir die dann irgendwie von hier oben aus an, dann nach hier oben hin. Gerne mit dem Bogen. Wenn es ist. Da geht auch ein bisschen mehr. Ja gut, okay, dann lassen wir das mal erstmal so. So, dann würde ich auch einmal eben kurz hier runter gehen. Darf auch meinetwegen noch erstmal geradlinig sein. Okay, also das hätten wir schon mal. Dann die Wohnungsviertel. Also hier unten soll vielleicht ein bisschen Wohnfläche. Hier oben ein bisschen Gewerbe. Das Verhältnis passt zwar momentan, glaube ich, überhaupt nicht, aber erstmal, dass wir was haben für den Anfang. So, das wäre schon mal geschafft. Strom. Bis 5 Megawatt können wir produzieren auf Niedrigspannung. So, hier oben hätten wir sogar 5. Ich glaube, da hatte ich gerade sogar mal 9 gehabt, oder? Sieht das nur so aus? Ne, 5 ist weiterhin optimal. Ja gut, wenn hier unten Windpark hin... Weil Windpark, das können wir ja oben hier aufs... hier hinsetzen. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Und dann will ich eigentlich direkt mit Kohle loslegen. Eigentlich ja nicht so wirklich. Weil... Nee, wir wollen ökologisch wertvoll hantieren. Deshalb... Kommen einfach erstmal eben 2 Windturbinen. Kann man die eigentlich auch theoretisch drehen irgendwie? Ach, könnte man auch drehen, das ist gut. Das ist schon mal gut zu wissen. So, die müssen wir jetzt, glaube ich, irgendwie, würde ich mal behaupten, anschließen. Oder? Wie sieht mir das aus? Noch nichts verfügbar. Also da müssen wir, glaube ich, erstmal irgendwie anschließen. Ich weiß von noch nicht so ganz genau wie, aber das kriegen wir hin, irgendwie. Ja komm, das finden wir gleich noch irgendwie irgendwann nochmal heraus. Dann, was haben wir so? Abwasserabfluss. Ja, das ist jetzt natürlich, das ist ja sehr clever. Oder haben wir was anderes? Ich glaube, alternativ müssen wir das freischalten. Dann kommt das erstmal nach hier unten hin, wird aber irgendwann nochmal umgesetzt. Warte, ein Abwasserrohr. Bitte einmal hier hin. Ist das eigentlich angeschlossen? Mein Interesse ist, das sieht jetzt momentan nicht wirklich angeschlossen aus. Könnte aber. Werden wir noch irgendwann in Erfahrung bringen. Wasserpumpstation. Da pumpen wir dann irgendwo hier vorne raus. So. Da kommen die ersten Häuser. Und was bist du noch am Meckern? Straße benötigt. Die kriegst du. Da machen wir einfach meinetwegen irgend so einen kleinen Sandpad irgendwie nach hinten hin. Der reicht hoffentlich aus. Das ist schon mal gut. Brauchst du hier unten eigentlich auch eine Straße? Der braucht keine Straße. Der will aber noch ein Rohr haben.
Ist der eigentliche angeschlossen? So, vielleicht noch immer hier vorne hin. Oder gehen die Rohre einfach momentan ins Leere? Das kann vielleicht auch nur was sein. Das will ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber könnte auch einfach nur das Rohr selber sein. Das hier. Irgendwo selber nicht vernünftig angeschlossen wird. Also ich würde mal sagen, das fängt schon gut an. Da muss ich schon sagen, also das läuft momentan grandios. Kein Wasser. Kein Strom. Wobei ich momentan noch nicht so intelligent genug bin, das Ganze irgendwie sauber anzuschließen. Irgendwie müsste ja auch angeschlossen werden. Vielleicht sollte mir das vielleicht doch nochmal irgendwo nochmal angucken, wie das genauer funktioniert. Ah, okay. Wenn er zufrieden ist, dann schließe ich das von dann selber an. Ah, also ich muss wahrscheinlich von der richtigen Richtung kommen, oder? Wie sieht mir das hier aus? Dass ich hier genau von der passenden Richtung kommen muss erstmal. Haben wir schon mal ein bisschen Strom. Hoffentlich. Behaupte ich jetzt mal. Ja gut, noch meckern, ich habe keinen Strom. Also irgendwann habe ich das glaube ich mal raus. Hoffe ich mal. Ich platziere das nochmal neu. Eigentlich ein Rasten, ein Ausch. Also irgendwie muss das ja gehen. Hoffe ich zumindest. Ja gut, das gucke ich mir vielleicht nochmal an irgendwo. Aber das kann sich ja eigentlich keinem erzählen. Das hat hier nicht funktioniert. Die kann ich überhaupt? Gut, nicht genügend Strom. Ja, der muss halt erstmal irgendwie hier überkommen.
Aber ich würde dann noch an der Stelle erstmal sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch trotz alledem gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann bin ich hoffentlich nochmal ein bisschen klüger. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.